Okay, er wiederholt sich. Ich hab... Ich hab überhaupt nichts gemacht, ich kann doch gar nichts dafür. Nehme ich halt den Exit. Nö, ich bin normal, Leute. Ich bin cool. Wir können Freunde sein. Niemand will mit mir spielen. Ah, jetzt kommt es mir auch langsam ein bisschen bekannt vor hier. Jetzt wieder nicht mehr. Doch, nee. Hä? Doch, das kommt mir bekannt vor hier. Das kommt mir bekannt vor. Vielleicht geht's hier rein. Ja. Hola. Ah, kein Saft mehr. Batteries? I like it. Keine Batterien mehr? Schade. Dann geht's jetzt wohl hier lang. Die ist zugekettet, ja. Die ist außer Funktion. Wer? Nein! Der Dicke! Oh, und er ist schnell! Hurtig, hurtig! Leck mich am Arsch! Wo zur Hölle geht's denn hier lang? Haha! Zwei Stunden sieben? Ich habe relativ viel Zeit mit dem Koch verbracht, den ich immer Doc genannt habe. Inzwischen sollte ich ihn eigentlich Chef nennen. Und also ich glaube mit den... ja, entsprechend mit den 2 Stunden Spielzeit klappt das nicht mal annähernd. Ich denke... Alles klar. Ich denke, dass es doch eher eventuell Richtung 3 gehen könnte. Denn ich werde... Da geht's rein. Jetzt möchte ich nur wissen. Nee, ich will es lieber nicht wissen. Nee, nee, da verkünstelt... Oh, was ist das denn? Eine Notiz. Sogleich. Was haben wir denn hier lauter Werkzeuge? Oh oh, ich werde verfolgt. Ah, ja, der Lennart. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Habe ich dir schon ein gutes neues Jahr gewünscht? Wenn ja, wenn nicht, dann tue ich das jetzt. Wenn ja, dann habe ich das schon getan. Ich weiß gerade momentan nicht so wirklich, wo ich lang sollte. Aber die Wahl fällt auf diese Tür. Warum auch immer. Weil gerade haben hier noch irgendwelche Gestalten von der anderen Seite gegengeschlagen. Und das hat mich eigentlich davon abgebracht, da unbedingt rein zu wollen, aber es geht momentan nicht anders, so wie es aussieht. Oh, jetzt bin ich doch wieder draußen. Hä? Na toll, jetzt bin ich da reingeklettert, um hier wieder rauszukommen. Jungs und Mädels. Das wollte ich doch. Hätte ich ja gleich draußen bleiben können. Ja. Ist die fucking Batterie schon wieder leer? Ist doch unfassbar. Dann habe ich das nicht getan.
Das liegt, glaube ich, daran, dass am letzten Samstag noch nicht neues Jahr war. Da könnte es jetzt durchgehen. Ich schaue aber aus Neugier mich trotzdem nochmal um, ob hier noch irgendwie eine alternative Tür ist. Aber ich denke mal, so jetzt nicht. Die ist zugekettet, dann nehme ich die da. So, was haben wir hier? Das sieht so aus, als könnte ich da durchklettern. Nichtsdestotrotz möchte ich mich ganz kurz hier umsehen. Das ist so. Da ist. Nee, das ist keine Batterie. Okay. Nein, drüber springen. Da geht's drunter durch, da geht's gar nirgends hin. Okay. Lennart, kennst du nicht so zwei, drei Leute, die noch wach sind und nicht wissen, was sie tun sollen? Sie könnten hier in den Livestream kommen und ein bisschen, ja, weiß nicht, ob man Spaß nennen kann, aber sie könnten sich auf alle Fälle ein bisschen miteinander unterhalten. Okay, also ich kann sowohl da lang als auch scheinbar hier lang. Nee, das nicht. Au! Okay, dann will ich da auch nicht hin. Aber ich schätze mal, nächstes Ziel sollte sein, hier den Strom abzuschalten, damit ich da durchkomme. Ja, das wird so sein. Ich gehe jetzt erstmal da rein. In der verzweifelten Hoffnung, dass da irgendwas zu finden ist. Ja, das wäre cool, Lennart. Das wäre echt cool. Dann habe ich wenigstens nicht das Gefühl, das hier ganz umsonst zu machen. Nein, ich mache es natürlich nicht ganz umsonst. Ich habe ja auch meinen Spaß. In Anführungsstrichen. Oh, Batterie, Batterie, Batterie. Ein Radio, aber keine Batterie dazu. Schade. Nö. Da liegt was. Wow. Ist da jemand? Da ist jemand. Okay. Ich komme hier allerdings nicht rein. Was ist jetzt für Geräusche hier? Ich glaube, der Dicke ist unterwegs. Ich glaube, der Dicke ist wieder unterwegs. Das ist zu. Da geht. Das ist auch. Okidoki, jetzt muss ich hier ein bisschen mich erstmal fragen, wie es hier. Da bin ich doch wohl hergekommen, oder? Ja, da bin ich hergekommen. Definitiv. Ja, wo denn nun lang hier? Hier ist immer noch Strom drauf. Wie soll ich den Strom weg? Ich gehe jetzt mal hier lang. Das scheint mir der einzig sinnvolle Weg. Oh, der Baum des Lebens, hallo. Da geht's auch raus. Oh Gott, wo. Ach, jetzt habe ich schon wieder zu viele Möglichkeiten. Das da, da komme ich her. Da. Oh, eine Batterie. Geil. Ist das der richtige Weg? Muss wohl. Geh ins Licht, Junge. Ja, das sieht nicht so aus, als wäre ich da schon mal gewesen. Ein Radio? Keine Batterie?
Es geht. Was für ein perverses Schwein! Ja. Ja, ich habe den grün leuchtenden Hebel gesehen. Bevor. Da, was kommt aus dem Chat? Schocker. Okay, Schocker. Schocker. Hey! Hey, goddammit! I hear you! Hä? Wer? Wo? Wann? Und warum? Und wer? Der ist ja immer noch... Er ist... Au mal! Also bitte! Okay, aber sieht irgendwie verdächtig so aus. Ist hier ein Lüftungsschacht, bevor ich wieder 10.000 Mal im Kreis renne. Und das offensichtlich übersehe. Okay, also... Mir eröffnet sich nicht der Eindruck, als wäre hier ein anderer Weg. Außer an dem Wichshannes da vorbei. Dann werde ich das mal machen. Der merkt nicht mal, dass ich hier rüttle. Das liegt daran, dass der selber rüttelt. Ja, wo ist... wo komme ich... Also, wie geht's denn jetzt hier weiter? Vielleicht ja gar nicht hier drin. Ich habe zumindest mal den Strom abgeschaltet. Ja, jetzt kommt's mir wieder. Jetzt kommt's mir wieder. Denn ich sollte ja hier draußen eventuell ein Tor passieren, welches vorher unter Strom stand. Wo waren das? Ich glaube. Moment. Also hier war ich jetzt. Hier war ich jetzt unten. Da lang geht's nicht. Die ist mit einer Kette verkettet. Quasi eine Verkettung. Was? Moment. Ich habe da was zu lesen. Brennende Lichter. Wozu noch so schlimm? Der Strom ist noch da. Elektrizität. Ich muss nachdenken, Lisa. Ich dachte, der Strom sei ein Beweis dafür, dass irgendwas Normales, irgendeine menschliche Kraft noch einen kleinen Teil von Mount Massive kontrolliert. Aber nichts Menschliches oder Zurechnungsfähiges kann hier irgendwas tun. Außer zu überleben und selbst das hält meistens nicht lange. Du warst immer die Vernünftige, Lisa. Du würdest mir sagen, ich solle mich beruhigen und mir einen Überblick verschaffen. Wahnsinn und Unmenschlichkeit beherrschen diesen Ort. Was auch immer den Strom am Laufen hält, versucht mich hier gefangen zu halten. Ich muss ihn wieder ausschalten. Ja, das habe ich ja jetzt eigentlich gemacht. Ja? Das habe ich getan. Deshalb. Na, ich bin ja auch doof, ne? Ich war unten, hab ihn ausgeschaltet, dann kam ich hier hoch, da ging's Licht wieder an. So durcheinander bin ich schon. Okay, geh wieder in den Keller. Bin aber der festen Überzeugung, dass mich hier irgendetwas erwartet. Ich denk mal, Wichshannes hat hier den Schalter wieder umgelegt. Ja, der Wichshannes. Oh, jetzt ist da Blut. War das vorher auch schon da? Keine Ahnung. Wichshannes ist auf jeden Fall weg. Junge! Du kannst doch nicht! Bitte! Wasch dir bitte erst die Hände, bevor du mich anfasst. Wasch dir bitte zuerst die Hände. Die Sünde von deinen Händen. So.
Wo ist denn? Wo bin ich denn? Ich glaube, ich muss dahin. Mann, das sieht ja fast nach Orientierung aus hier. Komm schauen! Ach, der ist ja immer noch hinter mir. Hast du dir die Hände gewaschen? Ach, das haust du jetzt ab. Okay, folgt er mir nicht. Vielleicht hat er auch einen Ort gefunden, wo er sich die Hände waschen kann. Ich befürchte leider, ich komme hier gerade momentan auch nicht wirklich weiter. Nö. Aber ich nehme zumindest mal die Batterie da. Batterien sind wichtig, Batterien sind Leben. Ah! Alles klar. Muss raus. Muss raus, muss raus, muss raus, muss raus. Ja. Habe ich den jetzt abgehängt, oder? Scheinbar ja schon. Die Frage ist, was muss ich jetzt tun? Ja, immer noch in den Verwaltungsblock kommen. Oh, guck mal, ich habe 3 Dokumente. Geil! In Ruhe etwas lesen. Warum nicht? Von J. Blair at Murkoff Corp. US.com an R. Traeger at Murkoff Corp. US.com betrifft Scheinschwangerschaften. Echter Profit. Rick, das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den frühen Tagen von Project Wallrider mal angeschaut und mir ist da etwas Interessantes aufgefallen. Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern, die Scheinschwangerschaften erlitten. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Klingt für mich alles nach böhmischen Dörfern. Naja, ist auch ein deutscher Arzt gewesen, der sich das ausgedacht hat. Was soll es denn sonst sein? Es war häufiger tödlich als nicht tödlich. Und da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwerer unter den Teppich zu kehren. Aber die Aktivität des morphogenetischen Antriebs im Mark dieser Damen war jenseits von Gut und Böse. Und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich habe zwar keine Ahnung von PPM, aber ich kann Tabellen lesen und die Profitberechnung von Project Wallrider ist nur halb so hoch wie angenommen. Daher stellt sich mir eine Frage. Warum führen wir keine Experimente an Frauen durch? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast unästhetisch. Es ist schon fast unethisch, uns eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtig, sure. Na gut, der Bräutigam. Gibt sowas auch noch. Über den Knien unter dem Nabel auf Gluskins Tisch. Mit Wasser und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen. Also baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Über den Knien unter dem Nabel auf Gluskins Tisch. Mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen, also baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Ich glaube, das wiederholt sich jetzt immer wieder bloß, deswegen lese ich das jetzt nicht bis zum Schluss. Töte uns. Töte uns. Brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod hier. Töte uns, töte uns. Ja. Wenn ihr mir sagt, wo ich lang muss, dann töte ich auch gerne, wenn ihr das möchtet.